Ja, hallo zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky im Second Chapter. Ich habe jetzt direkt meinen letzten Speicherstand geladen und das ist das, was man danach zu sehen bekommt. Wir erinnern uns zurück, wir haben in der letzten Folge tatsächlich Joshua wieder zurückgeholt, mit Estelle zumindest. Den Rest der Truppe hat er noch nicht angetroffen. Sie hat ein bisschen auf ihn eingeredet, ein bisschen eindringlicher und konnte ihn dazu bewegen, jetzt erstmal mit Estelle weiterzureisen. Und ja, wie es aussieht, formieren sich jetzt unsere Feinde gerade neu. This is Bleu-Blanc. The device is in place. I await the beginning of the ceremony. Okay, was hat Bleu-Blanc jetzt? Okay. Ah, jetzt wird wahrscheinlich jeder auf irgendeinem Turm stehen oder so. This is Direwolf. All done here. Hurry up and get this started. Ich weiß gar nicht, wen ich... Doch, ich weiß, wen ich am meisten mag. Die Tante von den... Ja, genau, die hier. Von den Ouroboros-Leuten. Und den davor, den mochte ich gerade, glaube ich, am wenigsten. Aber die ist auch echt hübsch. This is Bewitching Bell. The Beta is in place. Oder Beta? Beta, ich kenne das irgendwie nur als Beta. Und Ren bekommt jetzt den Ember Tower. So, so. Das sieht aus, als würden wir wahrscheinlich in diesem Kapitel eventuell, wahrscheinlich eventuell, ich weiß voll widersprüchlich, jeden bekämpfen müssen. Das wäre interessant. Hehehe, Ren here. I'm ready, so we can start whenever. Hm. Ich mag die Türme ja, auch wenn wir die jetzt alle schon ziemlich auseinander geplündert haben, auch wenn es das Wort gerade gar nicht gibt. The moment is upon us. Let us begin stage 3 of the plan. Okay, werdet ihr auch noch präziser? Oreo, see it in the darkness where Septim's light does not reach. May you gaze upon our poor material world through your gospel. Das kann, oh je, auf jeden Fall nichts Gutes bedeuten. Gar nichts Gutes. Irgendwas sagt mir, dass wir in dem Kapitel uns jetzt nicht die Füße hochlegen können. Gaze upon these four pillars. They are the finest shackles that bind you. Simple they may appear to be, but know that their purpose was long shrouded by the decree of man. With hands which bend the will of all, reveal their true form. Meine Güte. Ist das schon wieder schwierig hier mit dem Vorlesen? Irgendwie spekuliere ich nach jedem Kapitelende immer, ob das nächste Kapitel das letzte sein könnte. Und jetzt habe ich schon wieder dieses Bauchgefühl. Aber es scheint, als würden die sich jetzt final formen. Und auch, dass Joshua jetzt Teil unseres Teams ist. Also ich hoffe, er bleibt es auch. Und wird nicht wieder einen Versuch unternehmen, sich da kleinheimlich davon zu stehlen. So wie er das eingangs ja machen wollte. Nachdem wir mit Estelle und Joshua wieder sicher gelandet sind beim letzten Mal. Also wenn unser... Was ist denn los? Warum kann ich heute nicht sprechen? Wenn unsere Aufgabe lauten sollte, alle Türme aufzusuchen, dann bin ich fast sicher, dass wir die einzelnen Enforcer hier nach und nach niederringen müssen. Würde ich spannend finden. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so leicht. Wenn dem denn so sein sollte, mal gucken. Ladies, Gentlemen, our blessed celebration is ready. Now go, enjoy it to your fullest. Excellent. We, the enforcers of Ouroboros, by order of an Anguis, we shall now liberate you of your shackles. Alter, gar nicht episch inszeniert oder so? Nein, das klingt auch gar nicht episch so von der Chapter-Bezeichnung. Ich nehme das jetzt übrigens nicht im Anschluss an die letzte Folge auf, sondern einen Tag später. Deswegen wahrscheinlich auch das erstmal warm lesen müssen und so. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei Alicia. Ah, come on, Joshua steht auch schon da. And that is the situation as it stands and all the information I gathered while aboard the Glorious. This is like looking into the maw of madness. To think a monster of a ship like that has intruded into Libel. What could they possibly plan to do with something so powerful? Unfortunately, I did not manage to learn all the details of the gospel plan. I do know that they've already begun the next phase of it, though. They said the third stage of the plan was getting ready to start, but that's about it.
The situation is grim. General Morgan, has the army begun to plan a response? These two, as might be expected, contacted Cassius last night before coming to us. At his suggestion, I put the entire army on a state of high alert. We have the entire area fleet in the air patrolling the width and breadth Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, of the kingdom now, your majesty. I see, very good. Sir Joshua, thank you very much for your hard work. No, it's nothing. We just did the right thing, you know? To be honest, I should have approached you much earlier. I apologize for my earlier behavior, especially the theft of the airship. Wait, Joshua. It's all right, Estelle. I'm prepared for whatever punishment they deem fit. Your Majesty, what shall we do with him? Yes, I believe he will have to bend the letter of the law to match its spirit in this case. In light of all of the information on the society you have brought us, Joshua Estray, I am willing to pardon you for your past deeds, oder so magnetisch. Really? But your ma... Eine Hand wäscht die andere, ne? It is all right, Joshua. To be honest, an orphan of Hamel deserves a far greater recompense than a queen's simple discretion. Oh. As I imagined, you do know that I knew of the massacre and have remained quiet about it until now. Ah, okay, verstehe. Deswegen lässt sie da jetzt Gnade walten gegenüber Joshua. What do you mean? The Hundred Days' War began with a furious declaration of war from Erebonia to Libel. It was given on the basis that the butchery at Hamel was conducted by Libel's armed forces. However, as a condition of the treaty that ended the war, the Empire retracted the accusation on the grounds that neither side would ever under any circumstances speak of Hamel again. Just like Löwe said. Once I considered the circumstances, I could, if vaguely, see what had happened in the Empire. However, even though Cassius' counterattack plan had gained us significant victories, Erebonia had not committed the bulk of its military to the invasion of Libel. If they returned with the greater part of their army, after realizing that, I agreed to their conditions. Oh. I chose to prioritize my nation's safety over the pursuit of the truth. I destroyed any hope the victims who were lost in the shadows had for justice. Those words that Lieutenant Lawrence, that Leonhard said to me, you are hardly qualified to feel pity for me. He was absolutely correct. Your Majesty. Your Majesty, please do not blame yourself. You had no connection to the massacre and the safety of your entire nation was at risk. As a ruler, you made the right decision. Joshua! This land of Libel is my home. It is the place that mended my broken heart. I don't hate you for choosing to protect it, Your Majesty. I thank you for it. Joshua, yeah! Thank you, Joshua. To hear you say that feels as though a burden was lifted from my shoulders. Is there, Joshua? Girl, komm jetzt Tita? Ah, everyone. Oh mein Gott, jetzt kommt das große Wiedersehen. Ich bin so gespannt. Estelle, I'm so glad you're safe. And Joshua, you're both back. Chloe, Tita. Hi guys, sorry to make you worry. Really, you two, the way you behave can drive a woman to drink, you know. Ja, Shira, genau. Das ist jetzt der Grund für heute Abend, ne? Alles klar. Hey, still thou, good to see you brought back our little runaway after all. Shira, agate. Glad to see you two are back. Hey, I am certain this too must be the divine guidance of Idios. Sorry for all the fuss. Was? Ja, ding, well, better be... Ah, ich wollte gerade ja, Kevin ins Spiel bringen, klar. Oh, Kevin. I gotta tell you, Estelle, when you got snatched up, I just... about flipped out in every direction I could. Seriously, don't make me worry like that next time, okay? Yeah, sorry about that. So then, this must be... Yes, I'm Joshua Estray. A pleasure to meet you, Father Graham. Even more handsome than I'd expected. And wait, you know me? I heard about you once or twice while keeping an ear open for what Estelle was doing. I heard how you helped Estelle when she was in need several times. Thank you, I'm grateful for your help.
It wasn't a big deal. So if you two have made up, I won't say anything. Except... Just don't leave your girlfriend in the lurch like that again, eh? Otherwise some of us will take that as a cue she's single again. I will, keep that in mind. Huh? What are you two whispering about? Nothing, just a guy thing. Yes, it's nothing. If it's something dirty, I can show you the girl thing we do with a stick in response. Pardon me, Your Majesty. Oh, das sieht nach Cassius aus, ja. Für ihn muss das jetzt auch krass emotional sein, Joshua wiederzusehen, oder? Dad! Cassius. General Bry, thank you for coming. Have you gotten the orders out to all forces? Yes, I flew out here as soon as I was finished. I thought it was about time to come and do my duty as a father. What? We spoke on the phone yesterday, but this is the first time we've met face to face in a while. Yes, it is. I'm sorry I made you worry. I knew the oath you made. I'm nearly as much to blame as you are. You needn't apologize, but I must do my duty. Oh. Ah. Oh. Wow, wait, Dad. It's all right, Estelle. That's what you're supposed to do. To a runaway son, right? Exactly. It looks like you understand now. Just how badly everyone was worried about you, hmm? Yes. It's just the sort of thing someone like me wouldn't realize, isn't it? Yes, it is a hard thing to truly grasp. No man stands alone, even if he tries his hardest to. He is affected by those around him. And conversely, he affects those around him simply through the act of living. Even without meaning to, we form relationships, and in time, those relationships become bonds. Bonds. And a bond once formed never breaks. No matter how far we travel, no matter what path we follow, they remain in some form. Do you understand just how strong such bonds can be now? Yes, honestly, I'd underestimated them. I didn't understand how powerful they could be at all. Joshua... If you've learned that, then I think a little walking tour was worth it. Oh, Gott sei Dank nehmen die sich noch in den Arm. Ich dachte, die fangen jetzt an, sich irgendwie zu zoffen oder sich Vorwürfe zu machen oder sonst was. Joshua, you damn fool of a son of mine. Welcome home. Cassius, Dad. If I might say how the foolishness comes from the parent myself. It's a lovely moment, Morgan. Come now. Pardon me. Oh. Ah, Julia, oder? Captain Schwartz, what is it? Your Majesty, sirs, there are massive groups of unidentified creatures near all five major cities. From the reports, we suspect they may be archaisms, but we're not sure. What? They've started moving. Also, we've received reports of herds of armored beasts and soldiers wearing red from every region. Local guard forces are engaged in fighting them back. As I feared. I should return to Haken Gate immediately. Also? Schwartz, there can't possibly be more. There is. We lack details, but there's some kind of abnormality, is the only way to put it, at the towers. The top of each tower has been engulfed in darkness. It's bizarre. What in the... I hate it when my bad feelings turn out to be right. Furthermore, a guard ship on patrol attempted to approach one, but it began suffering catastrophic system failure as it approached and only barely managed to pull back. Orbit suspension. What about ground-based scouts? I've already dispatched them. No word back yet. Excuse me, Captain Schwartz, I have a report. Alter, hier geht's ja schon wieder ab. The scouting units deployed to the towers have all been destroyed. It sounds impossible, but every squad was scattered by just one person. The reports are consistent. What? That can only be... Yes, only an enforcer could do that. Dad, the normal army troops have no hope of defeating them. Let me go. Excuse me, Joshua, but why are you trying to go out on your own? Did you already forget the promise we made? But Estelle...
The society is on the move. As a bracer of Libel, I can't just sit back and ignore them. I'm going after them too. Either way, Estelle. It isn't just Estelle either. I'm coming as well. I have my own personal reasons for wanting to confront one of them, after all. As do I. Shira, Zin. Point is, you ain't the only one tied up in this. Zin ist jetzt übrigens der neue Name für Zane. Ich werde nie verstehen, warum man im Rahmen eines Updates sowas anpassen muss. Ja, total gewöhnungsbedürftig. Ich muss immer noch überlegen. Mal gucken, ob das irgendwann weggeht. No running off without us, got it? That's right, Joshua. This is just the kind of time we all need to work together. Agate, Tita. Thank you, I appreciate it. Looks like you've decided. Then allow me to make a formal request of the Bracer Guild on behalf of the Royal Army. I want you to investigate and resolve the situations at each of the tetracyclic towers. Bring the phenomena to a halt and, if possible, apprehend those responsible. Yeah, got it. The Guild accepts your mission, General Bright. Wow, okay, so viel Zeit haben wir jetzt also doch nicht, um uns mal Hallo zu sagen und gemütlich zusammenzusetzen. Grandmother, will you lend us the R-Sail? Huh? Your Highness? Certainly, this is a situation which demands haste. I was considering offering the R-Sail regardless, but if you are asking yourself, does that mean you are ready? No, not yet. When I return the ship, however, then I will have an answer for you. Hehe, very well. Libel's Wings of Hope are yours to use as you see fit. Thank you very much. Julia, prepare the assay for launch, please. We must head to the towers immediately. By your command, milady. Preisfrage ist, mit wem müssen wir jetzt reisen? And so Libel fell into chaos not seen since the Hundred Days War. Cassius and Morgan returned to Leeson Fortress and the Haken Gate, respectively, to take command of the Royal Army. Meanwhile, Estelle and her friends headed for the towers which dotted the landscape using the R-Sail. Receive payment, facility infiltration, okay, wow, nette Finanzspritze auf jeden Fall. Ich bin gespannt, also Joshua und Estelle sind bestimmt fix. Vielleicht auch Chloe, weil sie irgendwie die R-Sail steuern muss oder so, keine Ahnung. I didn't expect you'd have to go back to Erebonia, Olivier. It is a bit out of the blue. Wobei mir gerade einfällt, Chloe selbst steuert das ja nicht. Das wird ja jemand für sie tun, nur ich dachte mir das vielleicht, weil sie danach gefragt hatte und irgendwie mitfliegen muss, keine Ahnung. To be honest, I was due back some time ago. However, you Estelle so monopolized my time, I delayed my return for a while. I see, sorry, I guess it's my fault. Hey, not at all, don't you worry your precious head over it. In return for my accompanying you hither and yon, I was able to reunite with my dear sweet Joshua after all. Haha, you're the same as always, Olivier. Say, Olivier, what is it? No, never mind. Thank you for taking the time to help Estelle on her journeys. Mich hätte jetzt interessiert, was er von ihm wollte. Hey, I merely followed my whims. You need not to be so guarded. Though, if you insist on a passionate farewell kiss, well... Guck mal sein Gesicht dazu. Yeah, now that's enough, thanks. Ha, can't you say goodbye seriously at least once? Ha, I thought you would have learned by now that I am always serious. Estelle, Joshua, Shira, everyone. You have great trials ahead of you, so be careful. Know that Olivier Lenheim shall pray for your success from the skies of Erebonia. Thanks, Olivier. Ja, ich hätte aber ganz gerne seine Quarze und alles, was er angelegt hat. Hehe, you take care too. Stay safe, Olivier. If we get the chance, we should go drinking again. Next time we meet, try ditching the love-struck idiot act, alright? Haha, goodbye, Olivier. Didn't know you long, but it was good time. See ya. Farewell, Olivier. Thank you for your help. Das ist echt das Einzige, was mich nervt, weil gut ist im Grunde genommen. Also klar, es ist schade, dass Olivier jetzt weg ist, aber dann wird mir die Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter fallen, wen ich ins Team mit reinnehme. Hey, Grandpa? Hello again, friends. Tita, have you been a good girl? Hehe, yep. Back of a sack, Gramps. Why are you here? Well, as you may have noticed, a fair bit's going on. They brought me on board a few days ago.
Far more importantly, Estelle, Joshua, it does an old man's heart good to see you two back safe. yeah, we managed it somehow. I'm sincerely sorry to have worried you, Professor. No, no, my boy, if you're back safe, that's what matters. So, the business at hand is the tetracyclic towers and that strangeness atop them. Looks like I have to throw this old back into another mystery. Thanks, Professor. I was wondering too, do you have any suggestions for which tower we should start with? That's a good question. The closest are the Amber and Cornelia towers, but really, they are all the same now. With the asset speed, the distance doesn't really matter. My advice would be to prioritize targets where we have solid information on our enemies. Information like what? We received an update from the scout unit dispatched to Esmela's tower. A masked man in formal white clothing appeared there. Yeah, Bleu Blanc. Bleu Blanc. That must be that phantom thief guy. But what we heard back in the castle, to be defeated by one man. Guess he isn't just some opera clown after all. Bleu Blanc, the phantom thief. His specialty is as an enforcer is in trickery, false image copies, shadow pinning, that sort of thing. Fighting him is going to be like fighting a riddle. Glückwunsch, that sounds ducky. Still, just knowing who the enemy is will make it easier than any other tower. Okay, let's head to Esmela's tower first. As you wish. Ich hab voll Angst, aber ich freue mich auch irgendwie voll auf den, also auf den Kampf gegen ihn. Engines full ahead. Set course for Esmela's tower in the Roland region. Dann wird das wohl erstmal nichts mit shoppen gehen und Joshua vielleicht ein bisschen aufpäppeln. Guck mal, wie Olivier da steht. Hoffentlich ist das jetzt nicht ein Zeichen, dass er sich am Ende dann doch als böse entpuppt. Also ein bisschen mysteriös ist er ja bis zuletzt immer gewesen, ne? And so ends the moratorium I placed upon myself. No, I may yet have one chance left, perhaps. Wait! Oh, stimmt, euch gibt's auch noch. Die hatte ich ja gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ah, you two. Oh, they're gone. Oh, didn't make it in time, huh? What, oh, good reporters. Were you hoping to get on board as you did during the dragon case? Yeah, we heard Joshua was back. Whatever, Dorothy, hurry up and grab a shot of the R-sail. If you use the long-distance lens, we should be able to get a usable shot. Aye, aye, sir. Sind wir nicht schon längst weg? Na gut, sie wird schon wissen, was sie tut. Okay, was findest du gerade so lustig? Oh nein. Bitte kein Plot-Twist, der in eine falsche Richtung geht. Auch wenn jetzt das Auftauchen von Müller kein Indiz dafür sein muss, aber trotzdem. You've said your goodbyes. Such as they were to make, yes. How have your preparations come along? I managed to arrange everything with my uncle. As for Chancellor Osborne, he actually found the idea to be perfectly timed. He does seem like the kind of man who would be well liked by librarians. Hey, this will be a grand processional. You have the nastiest hobbies. I can already see their shocked expressions in my mind. Ha ha ha. But that is a large part of the goal, my friend. And so, when next we meet, we shall be foes. Do not lose to the likes of the society, my erstwhile librarian allies. Was? Also doch, oder wie? Na gut, gucken wir mal. Ich glaube, das war jetzt nicht das letzte Mal, dass wir mit Olivier jetzt zu tun hatten. Am Ende ist Olivier vielleicht der Second Chapter Endboss, was ich irgendwie sehr schade finden würde, denn ich hätte ihn gerne auch im dritten Teil gehabt. Also ich muss ja sagen, ich hasse ja Spoiler wie die Pest, Spoiler, aber ich habe auf einigen Screenshots vom dritten Teil, da kommt man ja nun nicht drum rum, ne? Wenn das angekündigt wird, dann steht es halt überall in den sozialen Netzwerken, wenn man bestimmten Seiten folgt und so. Und auf einigen Bildern meine ich, also Estelle und Joshua gesehen zu haben, Kevin habe ich auch gesehen, und da war noch irgendjemand, der mir gerade nicht einfallen will. We've arrived at Esmela's Tower. Wow, that was seriously fast. That wasn't even 30 minutes, was it? Hehe,
that's about right, yeah. We were about 3 times as fast as a big passenger airship. The engine, right. What's happening on top of the tower? Let me put it on the display. Der sitzt da bestimmt an einem Tisch und trinkt einen Tee. Nichts anderes werden wir jetzt zu sehen bekommen. Well, what in the heck? Looks a bit like that black wave the gospels emit, but static. Yes, but unlike the waves, it's confined to the top of the tower. I wouldn't recommend we get close. Ist, glaube ich, auch besser so. Julia, how will we get to the surface? Unfortunately, the terrain is too rough to land the R-sail. We should be able to get close enough to lower the lift while hovering. Hovering? Use that. The lift? The cargo bay elevator lift. It's normally used to load items onto the ship. Ah, okay. Now we just need to decide who should investigate the tower and who should stay in reserve. Oh nee, ey, Olivia hat auch die ganzen überguten Quarze, glaube ich, bekommen. Die ganz special liegen. Also wenn wir die jetzt nicht zurückbekommen haben durch irgendwas, dann ist das richtig frustrierend und ärgerlich. Please form your party. You may choose 2 other members aside from the mandatory members. Okay, das war irgendwie klar. Boah, das ist fies. Das ist fies, aber das hätte man ja auch nicht irgendwie kommen sehen können, oder? Ich bin echt unentschlossen, aber ich tendiere dazu, ihmchen und sie jetzt einfach mitzunehmen. Ja, wobei ich ja eigentlich, warte mal, redo. Komme ich dann wieder in das Menü, wo ich alle... Nee, wo ich die ganzen Equipment-Sachen und so anpassen konnte, wollte ich eigentlich sagen. Right then, I'll be busy in the lab downstairs. If you kids need your Hopman's tuned or you need new quartz, come by. You bet. Tita, take care. Ooh, don't worry, Grandpa. I haven't been traveling this long with everyone without learning a little. I bet you haven't. Don't worry, Professor. Leave it to us, Gramps. Yes, take care of her, please. We still don't know what the enemy's goal is. Have a care as you rush into danger like pumps, you hear? Ja, ja, mach dir mal keine Sorgen. Ich mag unsere Truppe irgendwie. Chloe hätte ich halt gerne noch mit drin, aber... Okay, once we're ready, let's get to the surface. Yeah, the lift is in the cargo bay. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Endlich kann ich mal wieder ein paar Schritte laufen. Wie lange zur Hölle ist das bitte her? So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall einiges an Nachholbedarf, sage ich mal. Wobei, es geht eigentlich, ne? Wir müssten Tita jetzt versorgen. Ja, doof ist halt trotzdem das. Obwohl, nee. Guck mal hier. Ich glaube, das Spiel ist so fair. Warte mal, er hatte noch irgendwas anderes super Seltenes, glaube ich. Ich glaube, das war nicht nur das Yin-Yang. Oder doch? Guck mal, EP Card 4 haben wir jetzt auch einmal bekommen. Ich glaube, die Entwickler sind tatsächlich... Ja, liebe Entwickler, tausend Dank, ey. Das ist wenigstens das, ey. Das wäre nämlich so ansonsten richtig, richtig frustrierend gewesen. Ich hasse es nämlich, wenn Charaktere sich verabschieden und alles irgendwie mitnehmen. So, ich muss jetzt trotzdem gucken, weil Tita ist jetzt mit all ihren Skills für mich nicht die Prio 1 für sowas wie EP Card 4. Wobei ich sehe hier gerade, die anderen haben das gar nicht. Ja, umso besser. Dann kann ich das hier nämlich mittig platzieren. Da haben wir nämlich wahnsinnig viele Values auch mit drin. Das ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und hier... warte mal, was war denn das immer für ein... Das hatte... Hatte das... Ja, A Gate hatte Heaven's Eye. Okay. Ich dachte nämlich für einen kurzen Augenblick, dass Olivier das auch mitgenommen hat. Danach habe ich vorhin auch in der Liste hier gesucht, aber... das war dann halt das. So, Preisfrage ist jetzt... Gucke ich jetzt eher auf den Mehrwert oder gucke ich eher auf die Values? Das ist schwer. Ich finde, Strike macht bei ihr am meisten Sinn.
im Rahmen ihrer Flächenangriffe, deswegen bekommt sie das erstmal. So, und da muss ich mal schauen, worauf sind denn meine Leute spezialisiert? Bei ihm ist Zaubern ja eigentlich irrelevant. Bei ihm bin ich auch so hin und her gerissen. Eigentlich ist seine Konstellation gerade ganz geil, weil er diese ganzen guten Time-Zauber hier freigeschaltet hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt so wirklich Sinn macht, Tita zum Heiler auszubilden, aber irgendwie scheint mir das die einzig sinnvolle Option zu sein. Wir können ja mal gucken, was wir hier so reißen können. So, Mind 4 wäre zum Beispiel ein ganz guter Ansatz. So, dann habe ich in einem Kommentar gelesen, dass tendenziell diese grünen Values diese ganzen Flächensachen halt freischalten sollen. Der einzige große Nachteil bei Tita ist halt nach wie vor, dass sie so doofe Linienführung hat, ne? So, aber warte mal, wenn sie hier jetzt noch Evade bekommt, dann bekommen wir Latir und Latiara. Wenn ich das hier mache, dann... Ja, das sind jetzt halt die letzten Möglichkeiten, die ich auf dieser Linie habe, ne? Deswegen, aber das hier sind dann, glaube ich, die Flächensachen, deswegen... Ja, genau. Ja, habe ich aber halt nicht die ganz guten Sachen, ne? Das ist dann wieder ein bisschen blöd. Aber auf der Line habe ich ansonsten halt kaum noch Dinge, die ich damit reinhauen kann. Das ist doof. Das ist echt doof. Da wäre Chloe auf jeden Fall die bessere Wahl gewesen. So, ich muss jetzt mal gucken. Hier haben wir nämlich noch zwei Sachen. Ach, guck mal, dieses Yin-Yang-Ding muss ich ihr noch geben. Warte mal. Haben wir hier nicht? Oh, ich hatte gehofft, dass wir hier vielleicht noch ein paar neue Sachen... Obwohl, nee, hier haben wir Value 8. Warte mal, ich kann ja jetzt hier mal gucken. Nee, dann fallen diese Flächenheilsachen leider weg. Ja, das ist schon... Das ist schon blöd so. Okay, warte mal. Dann will ich jetzt hier noch ein paar wichtige Sachen reinpacken. Vielleicht können wir hier noch irgendwas Schönes freischalten. Ich glaube zwar nicht, unsere besten Sachen haben wir jetzt schon verpulvert. Aber... Ja, trotzdem mal gucken. Hier gibt es nämlich auch relativ viele Values, die noch oben drauf kommen. Genauso wie hier. Genauigkeit. Sie hat aber auch gar nicht so viele EP, ne? Eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. Und dann könnte man ihr hier noch... Warte mal, was war denn Haze nochmal? Hatte ich Haze vorher drin? Ich Haze vorher drin, ja oder nein? Eigentlich ist das ja ganz praktisch, ne? Ich bin mir nicht sicher. Das hier finde ich auch ganz interessant. Das würde auch wieder so ein bisschen ausgleichen, dass sie, also sie hat ja schon Agilität plus 4 durch Evade 4. Ich glaube, ich gebe ihr eher das hier. Ich bin mir unschlüssig. Also wenn ich jetzt feststellen sollte, dass sie öfter mal daneben schießt oder so, oder die Gegner halt nicht trifft, dann werde ich da vielleicht nochmal umdisponieren. Und ansonsten von den ganzen Stufe 2 Sachen... Ja, so ein HP-Boost wäre halt auch ganz gut, aber sie wird größtenteils wirklich aus dem... Das hier gibt's noch. Ah, das ist voll schwer. Ich weiß es nicht. I don't know. Aber ich glaube, ich belasse das erstmal dabei, weil hier die erhöhten Zapid Drops, weiß ich nicht, ob ich die noch brauche. Und von dem, was da freigeschaltet wird, ich lasse das jetzt erstmal so. So, jetzt habe ich das nämlich mal live während der Aufnahme gemacht und nicht offscreen. Aber muss halt auch mal sein, ne? Everyone, thank you for your hard work. Have you gotten a grasp of the interior of the ship? The lift to use when departing is in the cargo bay. If you follow those stairs down to the bottom and head aft, you'll find the cargo bay. Our workshop is nearby. You may wish to stop in there as well. So, ich bin echt gespannt, was die uns jetzt hier anbieten werden. An Einkäufen und so. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt hier wirklich die besten Sachen sein werden, die man im ganzen Spiel irgendwie käuflich erwerben kann.
So, jetzt haben wir ja hier auch noch ein bisschen was zu erledigen. Also Misty Vale trägt Estelle auch, deswegen meine ich, dass das das Beste sein wird für sie. Warte mal, ich muss mal ganz kurz bei Estelle spicken. Sie hat diese Keramik-Spikes, keine Ahnung. Deswegen wird es wahrscheinlich auch für sie eine gute Wahl sein. Man könnte natürlich auch über sowas hier nachdenken, ne, um auch ihre Ausweichfähigkeit zu erhöhen. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal auf der sicheren Seite. So, und sie hatte seinerzeit genau das mit der Range. Und sie kann nochmal einen Range-Boost bekommen, aber wir müssen ja auch nicht übertreiben. So, und der Buzzer. Wobei der Buzzer eigentlich auch für unsere Zauberer ganz interessant wäre. Warte mal, warum hat er denn nicht sowas? Achso, weil ich bei ihm mehr auf Defense gehe. Ich glaube, das werden wir jetzt mal ändern, weil mit ihm zaubere ich besonders gern wegen seinen ganzen komischen Space-Angriffen da. Oder nee, Time war das, nicht Space. Space war ja das, was Tita priorisiert. So, ich glaube, dann wird sie jetzt das bekommen, was Joshua gerade abgelegt hat. Genau. Achso, ne, ja, eins von beiden ist eigentlich egal. Ich weiß nicht, was die Gegner da machen, wo wir jetzt demnächst eintrudeln werden. Müssen wir dann schauen. So, was hat er? Stärke Defense, das kann bleiben. Achso, stimmt, er hatte ja mal sein Gladiator-Zeug. Ja, von mir aus kann er das auch wieder bekommen. So, hier ist für mich alles fein soweit. Und hier... Genauso, okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Jawohl. So, bei Tactics kann ich ja nochmal gucken, dass ich Tita vielleicht ein bisschen nach hinten stelle. Ja, eigentlich ist das soweit okay, oder? Ich weiß nicht, also... Vielleicht macht das so mehr Sinn. Auf jeden Fall ist das dann... symmetrischer. Ich glaube, so gefällt mir das am besten. Genau. Linke und rechte Flanke sind unsere Hauptmagier. Hinten steht die kleine Tita, die alles kaputtballern wird. Und vorne unser Berserk in Form von a gate. You made this embark by using the cargo lift in the storeroom. I've assigned a crewman to operate the lift so that you may use it at any time. I expect good news from your fight. The goddess Fortune will be with you. You made us embark. Jetzt wiederholt sie sich. Jawohl. Okay, was geht hier so? Echo. Echo. The orbit field around the tower is strange. Don't get too close. And the wind. Be careful not to get blown, of course. We are fine. We've got plenty of space between us and the tower. Still, what the hell is that black wall-like thing? Is that causing those orbit field anomalies? I don't know. Just be careful with the ship, alright? Na, wir steuern das ja nicht. It's too much of a risk to get any closer. A scout ship is approaching from the surface. Ich muss gerade die ganze Zeit schon wieder aufstoßen. Von was auch immer. Kaffee, was anderes geht ja nicht. Hey, always play it safe. I'll make sure there's plenty of room between us and whatever that is. Hey, always play it safe. Okay, gut zu wissen. Und du so? Headquarters, this is the RSA. Repeat, RSA to headquarters. We have arrived at the designated coordinates. Repeat, we have arrived. We've confirmed a suspicious silhouette at the designated coordinates. We have determined that a direct landing is impossible and will be dispatching an investigation team from the ground. Repeat, we will be... Die sind auf jeden Fall alle gut beschäftigt und wir hoffentlich gleich auch, indem wir lustig Geld ausgeben können. So, mit ihmchen hatten wir schon das Vergnügen. Ist ja gar nicht so lange her, seit wir hier zuletzt unsere Runden gedreht haben, ne? Princess Claudia stepped out onto the deck a moment ago, but she seemed distracted and unwell compared to her usual self. I suppose her highness carries the weight of Libert's troubles on her slender shoulders. I wish there was something we could do. Vielleicht hilft ein Gespräch oder so. Wir gucken gleich mal. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich jetzt hier zuerst langlaufen soll. Wir gehen mal erstmal hier gucken. She-Ra. Hallo, She-Ra. Stand sie beim letzten Mal nicht auch hier? Ach so, okay. Hier könnte ich ihr ihren Kram noch wegnehmen.
glaube zwar nicht, dass sie irgendwas hatte, aber wir gucken mal eben kurz. Okay. Ach, warte mal. Ach, das ist jetzt natürlich doof. Jetzt muss ich dahin gehen, wo Dings sonst steht. A gate. Und ich weiß gar nicht, wo er steht, aber na gut, das werden wir noch rausfinden. Das war, glaube ich, gerade ja, mega unnötig, denn sie hat nichts, was man ihr wegnehmen könnte. So, wo steht jetzt unser A gate? Da haben wir ihn, perfekt. So, ja. So, dich wollen wir natürlich wieder im Team haben. Hallo? Keine Teamzusammenstellung ohne Gate. Es ist schon ungewohnt, dass er hier nicht an zweiter oder erster Stelle irgendwie mitläuft. So, dann wissen wir, dass draußen She-Ra steht. Hier wird Chloe warten, genau. Oha, guck mal die Aussicht. Schade, dass man die Kamera nicht drehen kann. What's wrong, Chloe? Oh, hey, Estelle. It's nothing. I was just thinking. Thinking, huh? I guess you would be kind of worried. I'm sorry. I know this is a bad time. No, don't worry about it. Not like I want to talk anyway. Just a little while ago, I was the one making everyone worry. Though in my case, it was all a certain someone's fault. Yes, yes, I throw myself on my blades in regret on the hour, every hour. So, Chloe, don't worry about being a burden or something, okay? We help each other out when we're in trouble, right? Thank you, Estelle. Still, don't hesitate to call on me if you need me. I know my skills in battle are meager, but I do everything I can to help. I will. We'll be counting on you, Chloe. Okay. Ja, und das beweisen wir dir, indem du nicht in unser Team darfst. Ach, sind wir heute wieder nett, ne? Don't hesitate to call on me if you need me. Be careful, alright? Wir geben uns Mühe. Ich habe trotzdem das Gefühl, meine Nase juckt, dass irgendwer am Ende von diesem Chapter sterben wird. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber mal gucken. Hey, Estelle. Hi, She-Ra. So, this is where you are. Thinking about things. I suppose. Seeing Esmeralda's Tower again is just reminding me of simpler times, that's all. Now that I think about it, we have done a lot here. There. Haha, that's true. That's kind of where it all began. You know, with our first real job. Wow, really? It was. That was back when you two were freshly minted junior bracers. Yeah, some local kids wandered into the tower. It was our job to go and rescue them. Of course, Dad ended up stealing the spotlight at the very end, as usual. Ah, that figures. The old man really needs to grow up. You've both came a long way since then. This time, it will be up to you to put an end to things. Don't worry, She-Ra. We'll make it happen. To think we'd be returning to Esmeralda's Tower like this, hmm? I'm ready. Give the word any time. Ja, erstmal nicht. Ich weiß nicht, She-Ra ist irgendwie immer... Für mich wird sie immer die perfekte Windmagierin bleiben. So. Ich bilde mir mal die ganze Zeit ein, dass hier noch irgendwelche Türen waren. Aber mit irgendwas scheine ich das zu verwechseln. Denn die Türen selbst sind ja ziemlich deutlich erkennbar. So, der gute Zane. Chillt hier ein bisschen. Hello, everyone. Hey, alone today, huh? Never seen you drink alone much. Haha, well, my usual drinking partner's gone back to his empire, you know. It might be a bit late, but I was giving him a farewell toast. Oh, right. You drank with Olivier a lot, didn't you, Zin? You two make for an odd pair, thinking about it. Yeah. It's true, we didn't have much in common except a love of good alcohol. Maybe that's why we got along so well. People can enjoy seeking out things different from themselves, after all. Yeah, maybe. Well, you can invite me from now on if you want. Na, jetzt geht's ja los. I ain't really as fun as he is, though, I'll admit. Thanks, that's kind of you. Can't let an offer like that go to waste, can I? I'll invite you sometime. Ja, aber bitte nicht heute, denn wir haben heute noch einiges vor. I'll be here tipping back glasses for a bit. I won't go overboard, don't worry. You need me to back you up, say the word.
Das machen wir, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, was mir sehr leid tut. Ah, hier wird's interessant. Yo, Braces, you're odd ones showing up here again. Anyway, the commissary is open and I've got everything you'll ever need, including ingredients for cooking. You need anything, you just come see Casey. Dankeschön. The gallery is the closest thing we've got to a shop aboard the ship. You need any supplies, just come and speak to me. Das werden wir tun. So auch just in diesem Moment. So, oh, eine neue Zeitung. The Royal Army Reborn. The Royal Army Transforms. Organizational Updates Inside. Ja, das können wir uns ja wohl nicht entgehen lassen hier. So, jetzt muss ich hier mal schauen, ob wir noch irgendwie Bedarf haben. Es war, glaube ich, ganz gut, dass ich in den letzten Kämpfen die EP Charges 2 geschont habe. Ich würde ja eigentlich ganz gerne die auf 10 oder sogar 20 hochkaufen. Aber ich weiß nicht, ob das Geld noch irgendwie anderweitig sinnvoller eingesetzt werden könnte. Ich könnte mir auch mal so ein paar Rezepte, die ich bereits freigeschaltet habe, so auf Reserve herstellen. Ich bin irgendwie immer so knauserig mit solchen Sachen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir tun können? Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwo noch Quarz einkaufen können. Und unsere Seppets hier vielleicht ausgeben können. Hey, this is the workshop room. The store's room the other way. If you're looking for the lift, it's near the storeroom. Okay. Alles klar, ich werde sowieso alles hier mal inspizieren. So, Engine Room, da kommen wir immer noch nicht hin, alles klar. Ja, hier können wir wahrscheinlich unsere ganzen Quarze einkaufen, jawohl. Mechanic Patent. If you need to tune your augment or fabricate quartz, come see me. I've also got weapons and armor, so I should have most everything you need. Sehr gut. If you need to tune your augment or fabricate quartz, come see me. I've also, okay. Das kennen wir schon. So, jetzt können wir hier mal gucken. Ja, ich weiß, das habe ich schon 10.000 Mal gemacht, aber Safety first und so. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also Defense 4 konnten wir vorher auch schon einkaufen. HP 4 genauso, Mind 4 glaube ich auch. Attack sowieso. Bei Shield bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Boah, plus 75. Ich weiß es nicht, ich muss gleich mal gucken. Das ging vorher auf gar keinen Fall, Impede. Ich weiß nicht mal, ob wir Impede 3 überhaupt mal kaufen konnten. Okay. Oh, Move 3 steht jetzt auch zur Verfügung. Das war vorher auch nicht einkaufbar. EP Cut 4 hingegen schon. EP 4 auch. Hit 4 auch. Ja. Okay. Ihr wisst, worauf das hinauslaufen wird. Und zwar werde ich jetzt wieder lustige Merkspiele starten. So, Range war nach wie vor nicht einkaufbar, oder? Also wir haben Range, Cast. Warte mal, ich will ganz kurz gucken, weil ich mir gerade nicht mehr sicher bin. Cast ist immer noch 2 und Range gab es hier gar nicht. Mm-mm. Range ist immer noch das Special-Attribut, leider. So, das heißt, für Estelle können wir jetzt hier nichts upgraden. Zumindest nichts 1 zu 1. So, hier brauchen wir... Ach, guck mal hier. Warte mal. Ach nee, Mind 4 hat jetzt Dings bekommen. Könnten wir aber kaufen. Gut, warte mal, dann lass mich mal merken. EP und Mind... EP Mind Action, EP Mind Action, EP Mind Action. So, wenn wir uns alles 3 jetzt leisten könnten, wäre das natürlich cool. Mind, ja gut, das sollte nicht das Thema sein. So, Action, das wird jetzt hier schon wieder schwierig. So, warte mal, hier EP... Nee, das wird glaube ich ganz knapp reichen. Das wird ganz knapp reichen, wobei ich mich gerade frage, ob ich EP4 nicht irgendwie schon noch hab. So, ich hatte das glaube ich mehr als nur einmal eingekauft. Nee, leider nicht. Das habe ich jetzt wohl mit Hit verwechselt.
So, aber dann kaufen wir nämlich einmal das hier. Und einmal das hier. Und dann sind wir wieder voll out of time Quartz, aber egal. Das ist egal, denn dann haben wir zumindest mit der jetzigen Zusammenstellung jeweils das Beste für die Leute rausgeholt. Und darauf kommt es ja an. So, einmal nämlich hier besser werden. Dann geht hier noch was von Mind 3 auf Mind 4. Warte mal, was hat denn der da jetzt überhaupt für Zauber? Also bei Single Recovery könnten wir auch gut und gerne auf ihn zurückgreifen. Ist ja besser als nichts. So, und dann können wir hier auf Action 4 nach oben gehen, was sein Speed noch weiter erhöht. Ja. Okay, ich würde mal sagen, der Einkauf hat sich gelohnt. So, dann hätten wir das auch geklärt. Ansonsten können wir hier noch traden. Das brauche ich aber nicht. Und es gibt einen Shop. Oh Gott, okay. Ja, das wird dann auch nochmal interessant. The Central Factory made rod with a spiral oder spiral grip ist gekauft. Dann haben wir hier für Joshua was Neues. A small curved folding blade so sharp it's hard to handle. Das wird er schon irgendwie schaffen. So, a gate. A massive two-handed sword, hard to handle but destructive. Auch das sollte für a gate keine Herausforderung darstellen. Bei Tita geht irgendwas runter, die Range. Aber ich glaube, das fangen wir ganz gut auf durch unsere Accessoires. Special Model G1 upgraded by Professor Russell. Das sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. So, alles andere werde ich jetzt nicht auf Reserve einkaufen. Und hier wird es schwer. Also Joshua sollte das auf jeden Fall bekommen. So, ich muss jetzt nur erstmal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier gleich wieder völlig durcheinander komme. Erstmal legen wir die Waffen an. So, das wäre nämlich einmal das hier. Dann haben wir hier diese Waffe. Dann kann er hier auch gleich seine neue Dings bekommen. A flexible armor made with overlapping plates of resin. Resin? Keine Ahnung. Genau, dann gibt es hier eine neue Waffe für ihn. Und eine neue Waffe für sie. Jawohl. Okay, so schnell kann das Geld wegschmelzen, ne? So, und alles andere, ich weiß nicht, ich glaube, das werde ich mir dann in Ruhe offscreen überlegen. Striga G. Striga Brands Top End Model creates explosive dash power. Das sieht gut aus, also für die beiden Mädels auf jeden Fall eine Verbesserung. Neue Schuhe für die Mädels. Das ist eine Eselsbrücke, die man sich, glaube ich, ganz gut merken kann. So, und hier, das ist mir alles zu unspektakulär. Also da werde ich dann erstmal von absehen. Also wie gesagt, das Einzige, wo ich mir jetzt unsicher bin, ist bei den Rüstungen. Da gab es einige, die sahen noch ganz interessant aus, aber müssen wir dann mal schauen. So, und dann bekommt sie ebenfalls neue Schuhe. Jawohl, hätten wir das auch geklärt. So, ja, und dann werde ich beim nächsten Mal mit den drei Herren hier noch sprechen. Ich möchte jetzt nämlich in dieser Folge noch die Zeitung lesen als letzte Amtshandlung und wir werden dann in der nächsten Folge hier weitermachen. Wen die Zeitung also nicht interessiert, der darf jetzt wegschalten, denn mehr passiert in dieser Folge nicht. So, gucken wir mal. The Royal Army Reborn. Reformation and Change. The Royal Army, the same organization that in the past refused any cooperation with the Bracer Guild, is now engaging in joint tasks such as the recent Dragon Operation. It's clear from these recent efforts that fundamental change is happening and Cassius Bright is serving as the central role and driving force behind this change. Starting point for organizational reform. In reforming the army, it's said that General Cassius has had one ideal in mind from the start. That ideal is the independent mobile force he commanded during the Hundred Days War. As indicated by the emphasis of independent, this unit was small in scale yet organized in a way that it could execute operations entirely on its own. Using the newly developed airships, these kind of units were able to drive chaos into the
Imperial lines by swinging behind them and dividing their troops. This maneuver is credited with turning around the war, and it was made possible by the small-scale units and rigid cooperation between all branches of Libert's forces. It's not hard to imagine that in General Cassius' thoughts, these lessons weigh heavily. Her meeting doctrine. The General's ideas are permeating through all branches of the Royal Army. The Dragon Operation serves as a good example. The Border Patrol, the Air Force, regardless of each unit having their own chains of command, they were able to adapt to changes in the situation. On top of that, even after the operation failed, it's important to note that the commander present was able to request cooperation from the Bracers, a move previously unheard of. Breaking news. Crimson soldiers reported. From all across Libel, eyewitness reports of unknown soldiers wearing bright red armor are pouring in. Witnesses have taken to calling them Crimson soldiers. Some unconfirmed reports suggest they are using airships as well. The Royal Army is upping security, but recommends not being distracted by rumors. Breaking news. Royal Army raises alert status. In response to reports of unidentified armed groups, Army Headquarters has decided to raise the alert status. Distant military posts are reported to be shutting down passage on the roads in preparation for combat. Army HQ is observing the situation carefully, but also deploying troops from Leeston Fortress to all major cities. Information is difficult to confirm at this stage, but we urge our readers to remain calm and act responsibly. Okay, da sind wir ja gerade mittendrin. Und unsere nächsten Taten werden darüber entscheiden, was als nächstes in der Zeitung stehen wird, gehe ich mal ganz stark von aus. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!